Anscheinend sind ja meine Dummheiten, meine Schmerzen und allgemein meine Leiden bei euch recht gut angekommen. Ja, und deshalb dachte ich mir heute, warum mache ich nicht einen Teil 2 von was ich in meinem Leben bisher gelernt habe. Ihr fandet es ja witzig anscheinend. Also manche haben Tränen gelacht. Ich denke, es war witzig, ja. Ich muss ehrlich sein, ich musste nicht lange drauf warten, lange überlegen, um auf ein paar Sachen zu kommen. Ja, vielleicht reicht es noch auf ein drittes Video, wenn ich Pech habe und ihr Glück. Ja, aber wir sind jetzt bei Nummer 2. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören, Zuschauen. Ja, was? Nummer 1. Esst kein Gammelfleisch, dass sie irgendwelche Straßenhändler in Uganda an der Straße andrehen wollen, weil der Durchfall, der wird dadurch nicht besser. Nummer 2. Lass dein iPad nicht fallen. Nummer 3. Versuch nicht cool zu sein, weil du bist es nicht. Nee, du bist nicht cool. Du bist nicht cool. Nummer 4. Unter Umständen ist es schwierig, einem betrunkenen Kurgast einen 20-stelligen WLAN-Schlüssel zu diktieren. Es ist auch witzig, aber hauptsächlich umständlich. Eigentlich gehört es ja nicht zu meinem Leiden, aber ich habe was gelernt. Was habe ich gelernt? Das ist selber ein Tipp. Was gelernt? Ich habe ständig betrunkene Kurgäste, ständig. Nein, habe ich. Nummer 5. Lass dein iPhone nicht fallen. Genauso logisch. Das ist genauso logisch. Nummer 6. Häng dich nicht an den winzig kleinen Ast, weil er wird brechen und du wirst dann mit freiem Oberkörper umschlungen am Baum runterrutschen. Alles wird aufgerissen und du hast Schmerzen. Außerdem darfst du dann wochenlang mit hochgestrecktem Arm unter der Dusche stehen, weil hier alles offen ist. Schön eitrig und so. Und alle werden sich davor ekeln. Und wollen dir nicht mal die Hand geben, weil hier ist ja auch alles kaputt. Du willst ihnen auch nicht die Hand geben, weil es tut weh. Habe ich was gelernt? Häng dich nicht an einen winzig kleinen Ast. Nummer 7. Du solltest auch nicht auf deinen Laptop treten. Oder allgemein gesagt, pass halt auf deine Sachen auf. Nummer 8. Hubbel nicht in deiner Nase rum, wenn du danach nicht 2 Stunden lang Nasenbluten haben möchtest. Nummer 9. Pass auf, dass dein Ladegerät richtig funktioniert, weil ansonsten können auch Akkus explodieren, nicht nur Batterien. Nummer 10. Habe ich schon mal erwähnt, dass du eventuell die Finger von Strom lassen solltest? Nummer 11. Nachdem dir sogar der HNO-Arzt die Nase veröten musste, nochmal der Tipp. Popel nicht in der Nase. Nummer 12. Diskutier nicht mit deinem Bruder, weil es bringt nichts, mit ihm zu diskutieren. Erst recht, wenn es um Spinat geht. Nummer 13. Du solltest auch Handbällen, Fußbällen, Basketbällen und jeglichen anderen Arten von Bällen vermeiden, die in Richtung deines Gesichtes unterwegs sind, weil Nasenbluten. Nummer 14. Wenn der Ranger schreit, der Sapo, go away, schreit, nee, das habe ich ja schon gesagt, solltest du dir überlegen, ob du nicht eventuell schleunigst, von diesem Nilpferd wegrennst, weil, ich glaube, du brauchst kein weil, das Maul ist riesig, auch wenn sie eigentlich kein Fleisch essen, sie können's. Also sie können dich umbringen, also in 2 Teile schneiden. Schneiden, nicht zerhacken. Also es ist unschön. Nummer 15. Kauf ein Zugticket, bevor der Zug kommt. Erst recht, wenn du davor eine Stunde Zeit hattest, weil du Verspätung hattest. Und wenn der Zug schon da ist und der Zugführer dich anschreit, weil er jetzt losfahren will, weil er eh schon Verspätung hat, dass du reinrennen sollst, weil die Freunde dir ja die Tür offen halten, dann mach nicht noch mehr Geld in diesen blöden Automaten. Sondern renn einfach rein. Und riskier die 40 Euro. Das Geld war im Automaten. Ich hab bloß keine Zeit mehr, diesen Ding auszuholen. Nummer 16. Pass beim Klettern auf, weil Hodentorsion sowas sehr, sehr, sehr Schmerzhaftes. Ist für alle Männer.
fühlt sich so an, als wenn der so ein Schraubstock immer weiter zudreht zwischen deinen Huten. Oh, das tut gut. Nummer 17. Nicht alle deine Zuschauer mögen Challenges. Und easy. Aber Sinn, die mögen sie. Das habe ich bemerkt. Und das alles ist dir scheißegal, weil es ist dein Chin. Nummer 18. Auch wenn es heißt, dass die Affen bei Anwesenheit von Männern nicht angreifen, weil sie Angst haben, dann heißt es nicht, dass du zu diesen Männern gehörst und sie dich nicht eventuell doch angreifen, weil du versuchst, ihnen Angst zu machen. Nummer 19. Lass die Finger nicht zwischen der Tür, wenn sie gerade versucht, jemand zuzumachen mit Wucht. Autotüren sind besonders schlimm. Nummer 20. Fahr nicht mit deinem Bobbycar in Dornbusch. Weil, wie schon oft erwähnt, schmerzhaft. Ja, ich hoffe, man konnte sich mal wieder durch mich und mit mir sehr unterhalten fühlen. Ja, vielleicht hat man ja auch was gelernt. Wahrscheinlich nicht. Wer macht denn sowas? Wer fährt mit dem Bobbycar in Dornbusch? Ich schon. Andere nicht. Na, jedenfalls. Da unten findest du nochmal irgendwo... Warte. Hier, auf der Seite. Hier findest du nochmal meinen ersten Teil von was ich in meinem Leben bisher gelernt habe. Hier mein letztes Video. Da oben Twitter. Wenn du immer über Twitter und die anderen Social Networks, wenn du informiert sein möchtest über mein Leben, ich würde dir Twitter und Instagram empfehlen, da schreibe ich am meisten, weil Twitter ist halt so Gezwitscher. Und Instagram, ja. Ja. Ob sich's dann wirklich lohnt, ist die andere Frage. Aber mach mal. Außerdem weißt du dann auch immer, dass ich ein neues Video bekomme. Und teilweise behind the scenes. Eigentlich nicht. Ja. Jedenfalls, wir sehen uns wieder nächste Woche. Und bis dahin. Tschüss.